Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu The Crew, sondern Drive Club mal wieder. Und zwar gab es letztens ein Update und ja, wie wir sehen können, es gibt Tatsache Herausforderungen, die wir uns nachher angucken werden. Und zwar haben wir auch schon zwei bekommen für unseren Club. Privat noch nichts, aber wir können ja mal eine erstellen nachher. Und wir haben den DLC gratis bekommen. Ich habe jetzt kein DLC gekauft, sondern das gab es umsonst, da es ja beim Start so heftige Probleme mit den Servern gab. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein, was es hier gibt Neues. Hot Lap. Oh, Hot Lap ist ein bisschen anstrengend. BMW Drift, okay. Anscheinend gibt es ein paar Rennen für Ignition und Photo Finish. Castle Run. Okay. Mit den verschiedensten Autos. Und zum Ende wieder ein Turnier. Okay, ich würde sagen, wir machen hier ein Rennen hiervon. Um mal zu gucken, was sich so geändert hat. Okay. Okay, wir können nur den AMG Performance fahren. Das ist unsere Crew-Farbe, ich weiß gar nicht. Ja, scheint so. Aha. Sieht ja ziemlich crank aus. Wusste ich gar nicht mehr, dass die Farbe so aussah. Na egal. Auf jeden Fall, ja, es ist schon eine ganze Weile her, seit ich gespielt habe. Und mal sehen, was wir uns da. Oh, was ist das denn? Oh shit. Was fährt denn hier mit? Sind das Herausforderungen oder. Ah. Das könnten die Platz 1 und 2 Dinger sein. Oh, Alter. Eieiei. Ach, NOS habe ich ja gar nicht. Verdammt. Ja, okay, die. Man macht dann auch nervös, ne? Wenn jetzt hier noch Geister mitfahren, die uns Gold und Silber symbolisieren. Ach so, das ist die schnellste Runde. Das, ja. Ich wollte ein Rennen fahren eigentlich. Oh, shit. Ja, wie wir sehen, habe ich es wieder mal voll drauf. Oder immer noch. Nicht. Bin jetzt inzwischen sogar anderes gewohnt wegen The Crew. Da die Steuerung im Gegensatz zu diesem Spiel hier doch sehr viel einfacher ist. Ah. Wenn ich so weiterfahre, kriege ich ja nicht mal Bronze. Alter, das ist echt pervers. Da brauche ich erstmal wieder ein paar Fahrstunden, um reinzukommen überhaupt, glaube ich. Aber wir sehen schön unten die ganzen Herausforderungen von den einzelnen Leuten. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt inzwischen das Wetter-Update gab. Oh. Da habe ich ihn noch weggehauen. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es inzwischen das Wetter-Update gab. Oh mein Gott. Ach, NOS habe ich immer noch nicht. Ach, verdammt. Bin schon so NOS geschädigt. Aber eine neue Strecke sehe ich gerade. Oh. Hehe. Naja. Yay. Achso, es gibt mehr Runden. Klar. Also wie gesagt, ich bin schon wieder völlig raus bei dem Spiel. War meiner Meinung nach auch eigentlich eine große Enttäuschung, das Spiel. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, was anderes erwartet. Mehr Langzeitspaß.
Jawohl, mach's euch. Wir sind schon mal schneller als wir vorher. So, Bronzezeit haben wir erstmal fast eingeholt gehabt. So. So langsam wieder eingefahren hier. Genau, das war ja so, nicht so viel Gas geben, nicht so viel Gas geben in den Kurven. Schön entspannt, langsam rum. Sehr schön. So wird dann ein Schuh draus. So, die Zeit ist grün, das gefällt mir auch. Nicht zu hart in den Drift gehen. Autsch. Wieder nix. Anscheinend ist die Herausforderung wieder neu geworden, oder was? Oh shit, oh shit. Da hat uns Bronze wieder eingeholt. Da hinten gammelt mein alter Geist rum. Oh, ist die Zielgerade hier? Oh, ich sehe aber auch nix, ey. Okay, eine Runde fahren wir noch. Dann werden wir uns den anderen Spaß mal angucken, genauer. Ach, das arme Auto. Ist auch nicht gerade mein Favorite Auto hier. So, Konzentration, Konzentration. Da hole ich mich doch glatt selber ein. ...2440, der hat auch speziell gedriftet in einer Kurve, kann ich wetten. So. Einen harten Drift hingelegt erstmal. So, Bronze ist hinter uns, wie wir unten links auf der Karte sehen können. Als nächstes kommt da hinten eine Haarnadelkurve. Verdammte Scheiße. Ich drücke aber auch in den Ecken rum. Ja, die Rennen haben es also immer noch in sich. Oder ich bin einfach nur zu inkompetent gerade, was das angeht. Wie weit der schon wieder vorne ist. Achso, ich bin ja aus der silberne Typ, wa? Also nur gerade ausfahren, nur gerade ausfahren, nur gerade ausfahren. Okay, irgendwo scheinen wir Bronze überholt zu haben. Sehr gut. Und wir haben uns einen Stern verdient. Juhu! Ausblenden. Foto-Finish-Anfänger! Okay, es gibt anscheinend auch neue Erfolge. Für das DLC. Und wir verdienen auch... Yay! 5500 für unseren Club. Mit dem wir mittlerweile jetzt über 18 sind. Und dem ihr immer noch sehr gerne joinen könnt, denn es gibt immer noch einen Platz zu vergeben. Also falls ihr irgendwelche Erfolge braucht oder ja, was auch immer, joint unserem Club. Ein Platz ist, wie wir sehen, noch frei. Bis jetzt ist da drinnen der Hittag 01, der Martin, ich,
Papa Ross und Freeher 96. Also einen können wir noch einladen. Und ja. Mal so ein bisschen im Club fahren. Club-Herausforderung. Okay, nun zu den Herausforderungen. Um da mal etwas hineinzusehen. Solo-Herausforderung haben wir noch keine. Wir könnten eine erstellen. Machen wir das jetzt mal kurz? Komm, machen wir mal kurz. Für den Martin. Am besten. Okay, ja, wie machen wir das sowas denn? Erstelle eine Herausforderung aus dem beliebigen Tour, einzelne Herausforderung. Okay. Oh, wie viele gibt's denn hier? Ungefähr das Alter 2 Monate. Aha, vor 2 Monaten bin ich also gefahren. Ja, machen wir mal den hier. Was passiert jetzt im? Dauer, halbe Stunde. Ach so, ich habe schon mal eine Herausforderung gefahren und kann jetzt teilen. Ach so, eine halbe Stunde Zeit dafür. Privatsphäre. Offen. Empfänger hinzufügen. Oh. Alles klar. Ja. Okay, wir versuchen es nochmal. Herausforderungen von Freunden haben wir noch nicht. Ich möchte gerne eine erstellen. Nehmen wir gleich die erste. Ja. Okay, jetzt geht's. Und wähle den Martin. Und bestätige den einen Vorschlag. Senden. Und eine Trophäe bekommen für Mögen Sie Spiele beginnen. Sehr schön. Achso, das läuft jetzt nur eine halbe Stunde sozusagen, die jetzt Zeit hat, um meine Zeit zu schlagen. Was natürlich ungünstig ist, weil der Martin, glaube ich, gerade gar nicht da ist. Okay, ja, das ist ein bisschen doof. Egal. Ja, machen wir ein andermal, wenn der Martin auch da ist. Dann probieren wir das mal aus. Und ja, inzwischen werden wir mal unsere Club-Herausforderung ansehen. Wir haben jetzt 2 empfangen. Und zum einen die und zum anderen die vom Pam-Club. Was sagt denn der Pam-Club? Der hat hier eine Herausforderung uns mit dem Punk. Oh, das waren krassen Autos, ne? Gucken wir mal. Spielen wir mal. Da hat wohl jemand 15 Clubs rausgefordert, diese Zeit zu schlagen. Und wir werden uns dem einreihen. Und ja, mal sehen, ob wir diese Zeit schlagen können. Club-Herausforderung. Okay, scheint wohl die Club-Bestzeit gewesen zu sein. Alter Vater. Okay, okay. Ich sehe nichts. Wo ist die Strecke? Schnell und wackelig. Okay, was waren das? 30 km/h? Wow, 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 wow. Komm schon. Oha, ey. Gut. Oha, ist das schnell. Oh mein Gott. Oh, ist ja nicht wahr. Verdammt. Ich glaube, hier kannst du gut um die Ecken buttern. Wie lang ist denn die Runde? Da vorne ist schon das Ziel. Das
sehe die Strecke nicht. Okay, da geht's lang. Jetzt geht's in Rechtskurve, wie ich sehe. Oh, ist ja nicht wahr. Okay. Nee, nicht Fotomodus. Kannst du wunderbare Momente aufnehmen. Aha. Okay. Man kann jetzt also Fotos auch machen. Aber ich möchte es beenden. Ich wollte mich nur auf die Strecke zurücksetzen. Oha. So, und die Zeit ist also 1:18, die wir jetzt schlagen müssen. Hahaha. Und ja, stelle ich mir es nicht so einfach vor. Ich meine, der war 13 Sekunden schneller als wir. Kann ja auch. Jetzt gucken, driften. Was auf Viereck? Ah, hier ist driften. Okay. Gut. So, mal so warm fahren hier erstmal. Jetzt futtern wir kurz um die Ecke rum. Also einfach zu steuern ist anders, ne? Sonder, wann fährt er? 280 schon. Okay, ist aber. Boom, jetzt geht's los. Ist die Kurve, da vorne ist die Kurve. Und die Eisen steigen hier. Alles klar. Brettern wir mal los hier. Wir versuchen unser Bestes. Driften, genau. Manchmal 4 Sekunden gut gemacht auf unsere alte Zeit. Okay, alles klar. Haben wir locker mitgenommen, die Herausforderung. Da hat keiner eine Schnitte. Okay, jetzt kommt hier wieder eine schöne Kurve. Oh, shit. Die hat Zeit gekostet. Aber egal. Da müssen wir jetzt durch. Da sind wir doch echt noch gegen geknallt, in die Ecke. Okay, zack, zack. Jetzt geht's ein bisschen nach rechts. Und wir haben eine verbesserte Zeit um 6 Sekunden direkt verbessert. Wir sehen, die erste Kurve kann man auch noch besser nehmen. Das wird doch erstmal der letzte Versuch sein. Und ja. Ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, ob Driften gerade besser ist oder langsam in der Ecke fahren besser ist. Auf jeden Fall kleben wir uns heftig am Arsch. Ah, nicht so gut gewesen. Aber eine Stelle kommt ja noch, in der wir gut aufholen können, um unsere Zeit ein drittes Mal zu verbessern. Ich muss gar nicht auf die Herausforderung achten. Außer wir machen das gleiche natürlich nochmal. Alles klar. Was ist da nicht wahr? Gut. Ich würde sagen, damit haben wir schon mal nicht geschafft. Und werden auch nach dieser Runde diese beenden.
Wir haben 10.000 Punkte gesammelt, auf jeden Fall schon mal. So, auf der Strecke bleiben, nicht ganz so weit rechts rüber. Genau. Hui. Und wir cruisen, wir düsen die Cruisers. Ja, ich fahre noch eine Runde. Solange kein Unfall passiert zwischendurch, werde ich diese Herausforderung auch noch annehmen. Geschick. Oh mein Gott. Einmal würde ich. Oh mein Gott, es wird dunkel. Okay, damit lassen wir das auch für hier, denn jetzt wird es nämlich ganz eklig. Ganz eklig. Ich sehe nämlich gar nichts mehr und habe da auch keine Lust drauf, gar nichts mehr zu sehen beim Fahren. Alter, wie willst du denn da irgendwas sehen? Wie willst du da irgendwas sehen? Ja. Wir schließen die Veranstaltung ab als guter 8. Platz. Von 8 wahrscheinlich, aber naja. Niederschlag ausgeschaltet. Ach, da unten sieht man es auch. Also anscheinend ist es implementiert worden. Aber halt nur ausgeschaltet. So, dann lädt er jetzt uns mal die besten Listen hier. Oder auch nicht. Ja, ich warte. Also so ganz behoben ist es noch nicht, wie man sieht. Aber, naja. Was willst du dazu sagen? Zweites DLC auch umsonst? Naja. Alles klar. Club der Pagani. 142 Punkte extra. Clubauszeichnung. Hier. Duellpunkte gewonnen und ja. Die besten Listen. Guck mal. Platz 8. Von 15. Also da haben wir mal eine ordentliche Zeit hingelegt, würde ich sagen. Aber 1,18, das ist ja voll krass. Kann man sich das angucken? Nee, kann man nicht. Ah, der Club ist schon Stufe 42. Oder der Typ. Club. Naja. So soll es sein. Gut, Leute. Das war mal so ein kleiner Einblick in... Oh. Drive Club. Zum DLC, was es jetzt gibt, was jetzt funktioniert, auch in Deutschland. Auch zu keinen unüblichen Zeiten. Das ist jetzt Wochenende, zur Mittagszeit. Also da sollten relativ viele auch online sein. Obwohl, warte mal. Was haben wir jetzt? Können wir noch 2-3 Runden drehen? Achso, ist abgelaufen sozusagen. Jetzt unsere andere Zeit ist abgelaufen. Okay, gut. Die spielen wir auch noch. Mit dem schönen Hyper irgendwas, eigentlich Lotus. Okay, wie sehen die Zeiten aus? 58 Sekunden, 59 knapp für diese Runde. Das Auto ist ja nicht ganz so übertrieben. Schöne Strecke. Oh, mein nicht ganz so rasantes Tempo. Hier wird uns auch gleich die Ideallinie angezeigt. Okay, haben wir gebattelt. Wir fahren den ganzen Musmann in der Kurve rum. Alles klar, so. Pam. Oh, da bin ich immer ganz schön weit rausgefahren.
Das war jetzt nicht so schön. Muss ich auch erstmal an diese Steuerung gewöhnen. Denn hier sind die Steuerungen nämlich bei jedem Auto irgendwie anders. Und auch der Sound vom Auto ist anders. Nicht wie bei The Crew. Oh, ganz schlecht. 58 Sekunden war die Zeit, 59. Aber oh, da ist ja dicke was drin. Aber oh, da ist ja sowas von dicke was drin. Da sieht man den anderen, glaube ich, auch. Genau, das ist unsere Herausforderung da vorne. War ich letzte Runde so schnell? Shit! Oh, da sind Dreher geleistet am Ende. Oh, zwei Dreher. Fuck, wir hätten es geschafft. Oh Mann! Verdammt! Ärgerlich. Aber da war das Auto doch ein bisschen zu sehr am Ausbrechen. Leider, 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 leider. Muss man echt aufpassen, dass man nicht zu sehr Gas gibt. Ist echt gefährlich hier. Am besten rollen lassen oder halt nur halb den Trigger betätigen. Vorsprung jetzt. War da selbst mein Geist gerade noch schneller in der Runde? Alter, der beim Gas geben, dann überdreht voll durch, ey. So, ist hier Halbgas gegeben, so, Halbgas, ja, so. Müsst ihr vorne schon einlenken. Okay. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. So, wir fahren hier gemütlich um die Kurve rum. Ah, da mache ich mir Zeit weniger. Mach schon mal Minus. Bei einer vorsichtigen Fahrweise. Rollen lassen, rollen lassen. Bremsen, bremsen, bremsen. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Oh Mann! Nervt mich das aber. Gibt's einen Neustart oder sowas? Neustart. Ah, der ganze Ruhm ist ja weg. Ist auch scheiße. Wir müssen eher perfektionieren. Okay, wir fahren so eng um die Kurve rum. Geben so Halbgas. Okay, bremsen wir wieder ab. Der zeigt uns da schon die Ideallinie an eigentlich. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Okay. Okay, jetzt aber. Pass auf. Bam. Hier, Goldfried haben wir jetzt hier sozusagen schon mal gut vor uns. Okay, was haben wir hier, gemacht? So halb gebremst, genau. So brems, brems, brems. Leicht Gas geben wieder. Leicht bremsen. So eine halbstarke Kurve hier. Okay. Bremsen, 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 bremsen. Gut, um die Kurve, da rutscht er ein bisschen. Oh, da habe ich viel ausgeholt. Da habe ich zu weit ausgeholt. Verdammt. Warum habe ich das so weit ausgeholt? Oder schaffe ich es noch? Jawohl, ich schaff's trotzdem noch. Peng, Junge. Da haben wir es geschafft. Aber ich sag mal, wir schaffen es trotzdem noch besser, glaube ich. Und setzen auch einen oben drauf. Denn wie wir gesehen haben, am Ende ist uns ein Fahrfehler passiert und wir wollen ja nicht, dass gleich der nächstbeste Club uns überbietet. Deswegen fahre ich dann ein bisschen im Sand rum.
Drift ein bisschen, damit es auch nicht passiert. Weil die Folge ja immer länger werden kann am besten. Genau, hier fahren wir schön die Kurve aus. So, wo ist uns der Fehler passiert? Hier ist uns der Fehler passiert, genau. Dafür haben wir die Kurve dann umso besser genommen. Okay. Okay, eine Runde machen wir noch. Eine Runde fahren wir noch, eine Runde fahren wir noch. Wir bremsen schon mal. Gebe ich auch Gas immer, ey. Unglaublich. Das ist meine Verhängniskurve hier. Okay. Ne, damit reicht es erstmal. Wir haben die Zeit geschlagen. Wir sind Platz 1. Und ja. Freuen uns. Über diese super Zeit. 9 Versuche. Abschluss. Bei der Kommunikation mit den Servern ist ein Problem aufgetreten. Wenn es jetzt nicht gespeichert ist, dann sage ich, fick dich, Drive Club. Du bist das dreckigste Spiel ever, ever, ever. Ever, 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 ever. Ever. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh, was? Oh Mann, ey. Die mit ihren verkackten Servern einfach nur, wa? Was ist das für ein Haufen Scheiß einfach nur? Wenn der Dreck jetzt nicht bestanden ist, ja, dann... Weiß ich auch nicht. Wie kann man so viel Scheiße an einem Spiel bauen? So inkompetent kann man doch nicht sein. Ja. Und mit so einem Fail, ja, von diesem Fail-Spiel, sage ich immer mal. Oh. Alter, was steht da 2 schon wieder? Laufend. Macht keinen Spaß jetzt mit mir. Jumpstart Karate. Erster. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ja. 8. und 1. Sehr gut. Alles klar. Gut, hat doch noch geklappt. Also doch nicht so ganz scheiße, das Spiel. Aber trotzdem muss es noch stark dran arbeiten an der Performance. Und ja, was gibt's da viel zu sagen? Also, das ist was Neues. Und. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es gibt, glaube ich, ein paar neue Autos. Aber sonst auch nichts weiter. Das war ja neu gewesen. Ich glaube, ein BMW war neu gewesen letztens. Den kriegt man umsonst. Genau. Ich glaube, den hier. Ein M4. Und... Ja, ich glaube, der M4 war das einfach nur... Ach, und ich glaube, ein Renault war noch neu gewesen. Nicht der Renault, sondern der sah ein bisschen futuristisch aus, der Renault. Wieso habe ich auch nicht? Ach, der Renault war neu noch. Nee, doch nicht. Sieht genauso aus. Wo ist dieser Renault jetzt hin? Warte, Renault wird angezogen. Da war ein Renault. Genau, der.
Da steht sogar Drive Club Edition. Destil. Ja, alles klar, Leute. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Eine Bewertung, einen Kommentar, falls euch was interessiert. Falls ich noch mehr Folgen machen soll oder fahren soll. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.